Hallo und herzlich willkommen hier bei Basiswissen Triathlon. Ich bin der Schorsch von triathfit.de und ich kläre für dich heute die Frage, was ist ein Ironman? Eine gute Frage, die sich sicher viele stellen. Allerdings ist die Antwort nicht ganz so einfach. Daher steigen wir ganz locker in das Thema ein mit: Ein Ironman ist ein Triathlon, aber nicht jeder Triathlon ist gleich ein Ironman. Das liegt an zwei Dingen. Erstens daran, dass Ironman eine Firma ist und zweitens, dass alle Rennen, die als Ironman bezeichnet werden, eine bestimmte Distanz haben müssen. Allgemein wird der Begriff Ironman mit einem Triathlon assoziiert, bei dem 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen absolviert werden müssen. Diese Distanz heißt aber eigentlich Langdistanz und ist so von den Triathlonverbänden festgeschrieben worden. Keine Angst, es gibt auch wesentlich kürzere Triathlons. Beim Ironman oder bei der Langdistanz sprechen wir eigentlich schon von der Königsdisziplin. Der erste Teil der Antwort lautet also, ein Ironman ist ein Triathlon über die Langdistanz. Aber das ist eben nur ein Teil, nicht die ganze Antwort. Eine Langdistanz ist nämlich nur dann ein Ironman, wenn sie auch von der Firma Ironman veranstaltet wird. Oder von der Ironman Group. Dieses Unternehmen entstand im Zuge der verrückten Idee, dieses Rennen zum ersten Mal in den 70er Jahren auf Hawaii stattfinden zu lassen. Die World Triathlon Corporation, so heißt die Firma hinter Ironman, hat sich zudem die Markenrechte an dem Wort Ironman gesichert. Die vollständige Antwort lautet also, ein Ironman ist ein Triathlon über die Langdistanz, eben die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon laufen, wenn dieses Rennen von der Firma mit den Markenrechten Ironman veranstaltet wird. Der Begriff Ironman steht also nicht synonym für Triathlon und noch nicht mal alle Langdistanzen im Triathlon werden so bezeichnet. Denn es gibt auch andere Anbieter, wie zum Beispiel die Challenge Family, die auch Triathlonrennen über die Langdistanz veranstalten. Dazu kommen wir aber in einem weiteren Video. Falls du noch mehr über Triathlon erfahren möchtest und dir das Video hier gefallen hat, gib uns doch einen Daumen hoch und lass ein Abo da. Du kannst auch auf www.triathfit.de stöbern, da schreibe ich mit Lotta zusammen über alles rund um Triathlon. Alternativ kannst du auch gerne unseren Podcast hören. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir nur, dir viel Spaß beim Training zu wünschen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.